Die Überlinger AfD-Politikerin Alice Weidel ist neben dem brandenburgischen Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland in die Doppelspitze für die kommenden Bundestagswahlen gewählt worden. Am Wochenende hatten 66,7% der Delegierten des AfD-Bundesparteitags für das Duo gestimmt. Zuvor hatte AfD-Chefin Frauke Petry verzichtet. Die 26-jährige Betriebs- und Volkswirtin, ehemalige Investmentbankerin und Start-up-Gründerin Weidel gehört dem wirtschaftsliberalen Flügel ihrer Partei an. Sie ist bereits Spitzenkandidatin der baden-württembergischen Landesliste. Weidels Partner im AfD-Spitzenduo Gauland wird hingegen dem nationalen Flügel zugerechnet.